Hallo bei Daddy Vintage, dem Kanal für Toys, Movies und Reviews. Mein Name ist Philipp und ich habe meine Eis am Stiel Box nochmal aus dem Regal geholt für ein kleines Update-Video. Jetzt haben wir das Jahr 2023 und es stellt sich immer noch die Frage, kommt zu diesen 8 Eis am Stiel Teilen noch ein weiterer hinzu? Und eins meiner ersten Videos, was ich auf diesem Kanal gemacht habe, war ein Eis am Stiel Video. Und ich habe einige Eis am Stiel Videos gemacht, die sehr gut angekommen sind eigentlich. Die findet ihr auch in der Filme-Playlist. Und hier geht es um ein kurzes Update zu Teil 9. Bleibt dran. The power of the dark side, 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 side. Wie gesagt, das Video zu Teil 9, das werde ich euch hier nochmal verlinken. Da sind schon einige Informationen drin. Das ist eigentlich ganz gut angekommen. Und nun, wo wir Anfang 2023 haben, wollen wir natürlich wissen, kommt der 9. Teil, ja oder nein? Also weitere Hinweise auf einen 9. Teil sind zum Beispiel, dass in der Stuttgart Comic-Con wurde mir gesagt, dass einige Fans Sachi Neu darauf angesprochen haben und er hat angedeutet, sage ich jetzt mal, oder bestätigt, dass es einen 9. Teil geben soll. Dann möchte ich auch noch mal daran erinnern, ich bin selber jetzt keiner, der in der Filmbranche arbeitet, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Sohn und ich, wir waren 2 Wochen lang bei den Dreharbeiten zu Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer dabei in Babelsberg und in den Bavaria Studios. Das war Ende 2016. Und ich kann mich noch erinnern, die Castings liefen schon, aber man hat auch wirklich im Internet nichts darüber gefunden. Und als die erste Pressemitteilung kam, hatten die Dreharbeiten schon angefangen. Das nur mal so als Beispiel. Also nur, dass man praktisch über Eis am Stiel 9 nichts im Internet findet. Das heißt nicht, dass es den Film jetzt nicht gibt, sondern das ist üblich einfach. So war es jedenfalls bei vielen anderen Projekten auch, dass da erst eine Pressemitteilung kommt, wenn da vielleicht die Dreharbeiten schon angelaufen sind. Ja, was gibt es noch für Hinweise? Was ich ganz lustig fand, ich hatte vor ein paar Tagen oder ist das schon 1, 2 Wochen her, ein Posting gesehen, Til Schweiger und Sachi Neu auf einer Rennbahn. Und da habe ich mich gefragt, was haben die denn miteinander zu tun? Und jetzt kam vor ein paar Tagen die Auflösung, denn Manta Manta und Eis am Stiel spielt im selben Universum. Denn Sachi Neu hat einen Kurzauftritt als Johnny Eisverkäufer, allerdings diesmal Eis ohne Stiel, nämlich in der Waffel, mit seinem Stand, der heißt auch Johnnys Eispause, im neuen Manta Manta Film mit Til Schweiger. Ich lese euch dazu mal kurz die Zeitungsmeldung vor. Sachi Neu im neuen Til Schweiger Film. Jetzt Eis ohne Stiel. In den 70er und 80er Jahren begeisterte er als dicker Johnny in den Eis am Stiel Erotikkomödien. Millionen sahen die Filme im Kino und später im TV. Jetzt feiert Sachi Neu 69 mit seiner legendären Rolle noch einmal ein Comeback. In Til Schweigers 59 Jahre neuem Film Manta Manta 2, Start Ende März, übernimmt er eine Gastrolle in seiner Kultrolle als Johnny. Ja, das wird wahrscheinlich nur ein paar Sekunden dauern. Und hat natürlich noch nicht direkt was mit Eis am Stiel 9 zu tun. Aber Johnny, der Eisverkäufer, ist auf alle Fälle zurück. Der Clou: Neu spielt einen Eisverkäufer. Doch statt Eis am Stiel gibt es die Kugeln in der Waffel.
Der israelische Schauspieler ist begeistert von seinem Auftritt. Ich habe geweint. Till ist ein Herzensmensch. Ich hatte eine schwere Zeit in den letzten Jahren. Meine Mutter verschwand während der Corona-Pandemie plötzlich, wurde dann einige Tage später tot aufgefunden. Ist natürlich sehr traurig. Till hat mir mein Lachen wiedergegeben. Doch wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit? Sachi Neu ist großer Schweiger-Fan und schickte über Bild am Sonntag ein Video an ihn. Darauf hat dann Till Schweiger reagiert. Ich fand das einfach entzückend, so Till Schweiger, der selbst Eis am Stiel-Fan ist. Und Zachi Neu wurde sofort ins Drehbuch geschrieben. Wie gesagt, es ist eigentlich nur ein kleiner Witz am Rande, aber Eis am Stiel und Manta Manta spielen im selben Universum. Und dieser Johnny, der Johnnys Eispause hat, sein Eisstand, ist der gleiche Johnny wie aus Eis am Stiel. Das fand ich ganz witzig. Dann habe ich noch eine weitere Meldung. Ihr dürft bitte nicht vergessen, das ist nur ein Update-Video. Also guckt euch das Video an, was ich zum neunten Teil gemacht habe. Ich hatte euch ja am Anfang schon den Link da verlinkt. Ich hatte noch eine weitere E-Mail von Patrick Sass Management bekommen. Hallo Herr Schmidt, leider können wir Ihnen interne Produktionsdetails nicht weitergeben. Wenn es Neuigkeiten zum Kinostart wie auch Veröffentlichungen auf Streaming-Plattformen gibt, setzen wir sie gerne in Kenntnis. Ja, jetzt haben sie gesagt, dass sie natürlich zu den Drehstart nichts sagen können. Aber es ist ja auch ganz klar jetzt keine Absage, sondern für mich ist das so, es geht praktisch in die heiße Phase. Und die Dreharbeiten stehen wohl kurz bevor. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wurde nichts abgesagt und das Update hat eigentlich nur den Sinn, euch da auf dem Laufenden zu halten. Hinterlasst bitte ein Like, einen Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp von Daddy Vintage und guckt euch Johnny in Manta Manta 2 an. Tschüss!